Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Pharmarama Crew. Ja, diesmal geht es um die Hundezucht. Ja, es gibt Bilder zu der Hundezucht. Ja, kommen wir erstmal zum Hundefutter. Es wurde ja geändert, eine neue Rezeptur. Man braucht jetzt 3 Sojabohnen und 2x Kartoffeln. Und man kann jetzt den Hundestall im Shop kaufen für 2500 Moospenny und 92,5 EP. Also er bringt 92,5 EP, dauert 12 Stunden. Ich sag nur, eigentlich geht das gar nicht, weil als der Hundezucht rauskam, haben extra viele Leute Tulpkullen gekauft, damit sie diesen Hundestall bekommen. Und jetzt hier für 2500 Moospenny ist ja gar nichts im Shop. Ne, das finde ich meiner Meinung nach geht überhaupt nicht. Naja, da kann ich leider nichts ändern. Dann kommen wir zu den weiteren Stellen, wo man auch kaufen kann und die es bereits schon gibt. Das ist nämlich hier der Hundestall Gelb. Dauert 10 Stunden 48, bringt 99 P und kostet 10.000 Moospenny. Dann das Upgrade Orange, dauert 15 Stunden 54, bringt 287 EP und kostet 250 Tulpkullen. Und hier kommen dann die Namen der neuen Hunden. Zum einen Dalmatiner, Elchhund, Husky, bunter Hund, Mops, Feuerwehrhund, Schieber und Agent Dobermann. Ich weiß nicht, ob die Namen wirklich stimmen. Oh naja. Dann machen wir gleich weiter. Nämlich Bilder, das sind 2 Bilder zu den neuen Hundestellen. Einmal das Upgrade Rot. Das ist der Mops-Stall. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Und hier das Upgrade Pink. Und ja, man sieht schon, das sind Asien-Styles. Finde ich auf jeden Fall richtig geil. Vor allem den pinken Stall, denn ist bis jetzt mein Favorit. Ich kenne ja noch nicht die anderen Ställe. Naja. Dann Bilder zu den Werkstubenstellen. Auch genannt Schlosserei. Auch wieder Upgrade Rot und Upgrade Pink. Und was müssen sie herstellen? Hydran. Oh Mann, wie unlogisch. Wieso kann man da nicht einfach so Hundespielzeug herstellen oder sowas? Aber Hydranten, wie unlogisch. Naja, ich bin kein Zuchtfan. Ich finde zwar die Stelle immer geil. Ah, Mann, Hydranten. Aber mir ist das Züchten alles viel zu aufwendig. Es braucht so viel Zeit und alles. Naja, jetzt habe ich eine Frage an euch. Erstens, wie findet ihr die Stelle? Und was findet ihr davon, dass man Hydranten herstellen muss? Also, nee, gar nicht. Ja, was noch? Und ja. Züchtet ihr? Das wird mich auch sehr interessieren. Schreibt es einfach unten in den Kommentaren rein. Und ja, dann war es das auch schon wieder für das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.